Ihr hört Megafon 95, der Fortuna Podcast von Projekt Megafon. Karneval ist vorbei und irgendwie herrscht nicht nur bei uns Katerstimmung, sondern auch bei der Fortuna. Wir hatten vor dem Spiel Union Berlin einen 2-2 und einen 2-1-Sieg für die Fortuna getippt. Jetzt fährt Fortuna nach Hause und ja, Union Berlin hat zu Hause in der alten Försterei 3-1 gewonnen. Hatten die Spieler genauso wie wir einen Kater vom Saufen? Oder wie erklärst du das? Ich sag mal so, das wäre noch die beste Erklärung gewesen. Aber ich glaube, die waren in dem Spiel einfach irgendwie unfähig, woran es jetzt gelegen hat. Kann ich auch nicht sagen, aber die haben irgendwie wirklich gar nichts auf die Kette gekriegt. Deswegen, so traurig es klingt, hat man verdient 3-1 verloren gegen einen Gegner, der seit, keine Ahnung, 2-3 Monaten einfach nicht mehr gewonnen hat. Fortuna halt als Standard-Aufbaugegner. Dann erstmal Hello oder eher ein nachträgliches Lau an alle Düsseldorf-Fans. Wir sind Megafon 95, das Fortuna-Format von Projekt Megafon. Ich bin der Mo und mein Partner der Aufnahme ist der Micha. Guten Abend. Guten Abend, das ist ziemlich passend. Zum Zeitpunkt der Aufnahme können wir noch Hello sagen, weil der Hauptbesitz ist noch nicht beerdigt, aber wenn ihr den Podcast dann morgen Mittag irgendwann hört, über Mittwoch wird er veröffentlicht, dann ist der Hauptbesitz, glaube ich, schon unter der Erde. Natürlich findet ihr uns auf Social Media. Lasst auf jeden Fall Daumen nach oben da auf Facebook, folgt uns auf Twitter und super geil, wenn ihr uns auf YouTube auch abonniert, dann kriegt ihr jede der neuesten Folgen von uns mit. Es gab ein paar Änderungen in der Startelf. Greifen wir direkt mal auf. Nielsen für Fink. Ich glaube, Fink war gar nicht im Kader. Ich glaube, er war verletzt oder angeschlagen. Auf jeden Fall war er nicht dabei. Wenn wir das Spiel mal betrachten, bevor wir jetzt mal unser Fazit erweitern. Irgendwie, weiß ich nicht. Fortuna 41. Minute macht er das 1-0 aus dem Nichts. Neuhaus war auch nicht wirklich verdient. Micha, beschreib mal das Tor. Ja, es war ein Angriff über links, über Gieselmann, der zieht dann in die Mitte, sieht dann rechts, dass Neuhaus gut frei steht am 16er Rand und Neuhaus nimmt den Ball an und schießt den Ball einfach aufs lange Eck, wo der Schuss eigentlich nicht wirklich stark war oder so, sondern so halbstark nur geschossen, aber halt dann prallt der Ball gegen Innenpfosten und geht dann halt rein irgendwie glücklich. Zu dem Zeitpunkt war es auch schon komplett unverdient für Fortuna, überhaupt in Führung zu gehen mit dem ersten Torschuss. Fortuna hatte eine starke Anfangsphase. Ich glaube, die ersten 10 Minuten, 15 Minuten waren super. Und danach kontrollierte eigentlich nur noch Union Berlin das Spiel. Man ließ sich so ein bisschen das körperliche Spiel von denen aufdrücken. Vor dem Spiel hatte Funkel halt mit einer Fünferkette gestartet. Oder 3-5-2, wie man das gerne möchte. Kann man so drehen, wie man möchte. Aber es wirklich funktioniert hat es nicht, weil, wie gesagt, man hat sich von den körperlich starken Union Berlin-Spielern so das Spiel aufdrücken lassen, was Union letzte Saison da Jens Keller viel gespielt hat. Also viel körperlich den Gegner in Bedrängnis setzen, in die Zweikämpfe zwingen, die dann auch körperlich sind und weniger technisch. Ja, dann fallen natürlich 3 Tore, das 1-1 und 2-1, 3-1 von Skripski, Polter und dann wieder Skripski. Müssen wir noch über den Handelfmeter sprechen, der meiner Meinung nach eine krasse Fehlentscheidung war? Oder wollen wir uns überhaupt nicht am Schiedsrichter und seiner Leistung aufhängen? Für mich war es ein Handelfmeter. Ist halt unglücklich, weil Bocek... Der rutscht halt rein und der Spieler spielt den Ball über die Hand. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, er will den Ball am Bocek vorbeilegen. Bocek denkt, er schießt. Der Stürmer legt den Ball dann an Bocek vorbei. Und es ist halt logisch, dass wenn du grätscht, halt mit der Hand nachziehst, so hinter dir. Und da wird der Ball halt gegengespielt und es ist halt ein Handspiel so. Und dann wird halt gepfiffen, auch wenn es unnötig bzw. unglücklich war. Aber meiner Meinung nach eine richtige Entscheidung, einfach nur unglücklich gelaufen. Fortuna stellt sich einfach grausam an. Das brauchen wir gar nicht jetzt weiter zu beschönigen, weil so viel gibt's sonst nicht mehr zu sagen. Schließen wir uns direkt mal an. Es war nicht sein Tagpreis, stimmen wir, glaube ich, beide zu, wenn das komplette Team das irgendwie bekommt, weil da war jetzt nichts, wo man sagen kann, da hat irgendwer herausgestochen, oder Micha? Ja, sehe ich genauso. Es war eigentlich ein komplettes Versagen von der Mannschaft. Und wenn
Union Berlin nicht so unfähig gewesen wäre, ihre Torchancen zu nutzen, hätte Union Berlin auch locker 6-1, 7-1 gewinnen können. Weil die hatten auf jeden Fall mehr Torchancen oder bessere Torchancen als das eine Tor von Fortuna, was irgendwie glücklich war. Und deswegen, ja, es war nicht sein Tagpreis, geht ans komplette Team. Wenn wir uns jetzt einfach mal fokussieren und sagen, wir gucken mal darauf, auf das nächste Spiel. Wir spielen gegen Greuther Fürth, im Spiel haben wir 3-1 verloren. Die Fürther sind auch so ein bisschen Ping-Pong diese Saison. Ich glaube, für die geht's auch eher nach unten. Mit Tabellenplatz 16, auf jeden Fall sind die heiß. Natürlich, Fortuna muss sich revanchieren. Hast du hinter deinem Namen ein Skript geschrieben und Fortuna gewinnt da auch mit 2-0. Ich hoffe, dass es passieren wird, einfach um zu beweisen, dass man doch nicht diesen Negativtrend hat. Wir sprechen schon irgendwie seit Wochen oder Monaten von diesem Negativtrend. Wir haben scheinbar die RP und die Bild jetzt erst aufgegriffen. Wie erklärst du dir, dass dieser Negativtrend jetzt erst in die Medien kommt? Oder hat man versucht, in den Medien sozusagen keine Brötchen zu backen und alles doch nicht so schlimm wirken zu lassen, wie es vielleicht sein könnte? Naja, wenn man 4 Spiele am Stück gewinnt, dann kann man schlecht der Mannschaft eine Krise andichten. Also wenn man, wie gesagt, 4 Spiele hintereinander gewinnt, zwar nicht immer überragend, aber man gewinnt halt, dann kann man da auch schwer irgendwie dran rummäkeln. Und im Hinspiel gegen Fürth war es jetzt zum Beispiel auch so, das war, glaube ich, der erste Sieg von Fürth überhaupt, da waren wir auch der Aufbaugegner. Und meiner Meinung nach müsste man sich da bei Fürth revanchieren und die mal eben platt machen. Aber das ist halt genau das, was eigentlich Fortuna nicht hinkriegt normalerweise. Normalerweise nicht, aber vielleicht jetzt nach dem Unionsspiel kann Friedhelm Funkel die Mannschaft vielleicht hinkriegen, dass sie wenigstens den Fans was bieten will, denn die Leistung war auf jeden Fall desaströs. Denkst du, dass Fortuna diese Abwärtsspirale, die man vor dieser Siegesserie hatte, dass die weitergeht oder dass man jetzt einfach Business as usual macht und es geht einfach weiter, man wird jetzt wieder ein paar Spiele gewinnen, man wird dann wieder ein paar Spiele verlieren und am Ende bleibt man Tabellenführer und steigt in die erste Liga auf und am Ende singen wir alle nie mehr zweite Liga? Ja, ich würde sagen, es kommt drauf an, wie die Konkurrenz spielt, weil momentan sieht es so aus, dass irgendwie keiner wirklich aufsteigen will, weil irgendwie keiner sich da wirklich durchsetzen kann. Ich glaube, Sport1 würde immer sprechen von der stärksten oder besten zweiten Liga der Welt. Mein Vater meinte eben vorhin, ja, wahrscheinlich ist es doch die schlechteste zweite Liga der Welt. Gehst du damit oder wie schätzt du es ein? Weil meiner Meinung nach hat er schon recht damit, wenn du so viel Qualität hast, dass eigentlich es nur auf Form, Glück und Moral ankommt, wer tatsächlich aufsteigt. Ja, die sind einfach alle ähnlich stark in der zweiten Liga und man hat halt nicht mehr so das Zugpferd, was halt vorne wegmarschiert. So, beziehungsweise es ist halt momentan so noch Fortuna, aber wenn man sieht, wie die teilweise spielen und wie viele Spieler die hintereinander schon nicht gewonnen hatten, schon mal in dieser Saison und dann trotzdem immer noch Erster sind, das heißt ja eigentlich, dass die Konkurrenz einfach scheiße ist so und dass man eigentlich nur Erster ist, weil man nicht wirklich so dieses Zugpferd hat, was vorne wegmarschiert, wie in den letzten Jahren. Guck dir doch mal an die Mannschaften, die abgestiegen sind. Dass Darmstadt gesagt hat von Anfang an, wir versuchen im Mittelfeld irgendwie zu landen. Wir wollen mehr oder weniger einfach die Klasse halten, weil wir das wissen von der Vergangenheit her, wie schwer es ist. Ingolstadt, die vor der Saison noch gesagt haben, Wiederaufstieg ist unser Ziel. Die haben sich mittlerweile scheinbar gefangen, aber im Moment dümpeln die auch im Mittelfeld rum. Andere Titelkandidaten, wie zum Beispiel der VfL aus Bochum, die haben jetzt mit Robin Dutt einen neuen Trainer verpflichtet, haben, glaube ich, mit dem ehemaligen Spieler, mit Cinderzi dort auch, da neue sportliche Führung und die müssten sich jetzt erstmal sortieren, weil von der Kader Power, was investiert worden ist, hat man eigentlich damit gerechnet, dass die aufsteigen. So hast du 3 Teams jetzt gehabt, die hätten aufsteigen sollen. Nürnberg ist auch immer ein guter Kandidat, die spielen auch oben mit, aber vor der Saison hat halt keiner gerechnet, dass wir oben stehen, also wir nicht. Wir haben gesagt, wenn Mittelfeldplatz da ist, sind sie glücklich und da gehe ich immer noch mit. Ich würde sagen, dass Fortuna momentan der Tabellenführer ist, wenn die nicht eine konstante Spielweise reinkriegen, wie zu Beginn der Saison, dass du Spiele bestimmst und deinen eigenen Stiefel spielst und nicht dir von deinem Gegner aufdrücken lässt, was gespielt werden soll, dann kannst du auch aufsteigen. Aber im Moment sehe ich das leider nicht. Ja, weiß ich nicht. Also das ist halt bei Fortuna, wie gesagt, ich glaube eher, dass einfach nur, weil die Konkurrenz so schwach ist, ist Fortuna Erster und nicht, weil Fortuna so gut ist. Jetzt gab es hier in den letzten Tagen so ein bisschen die
Vertragsverlängerung, nicht Vertragsverlängerung von Friedhelm Funkel, während irgendwie die Bild-Zeitung am Rosenmontag schon bekannt gegeben hat, Friedhelm Funkel geschrieben, hat er das heute in Sport 1 oder am Tag der Aufnahme, dem Dienstag, dann dementiert. Offenbar gab es einen Vertrag, aber irgendwie hat Friedhelm Funkel den noch nicht unterschreiben können, unterschreiben wollen. Denkst du, da kommt es eine Einigung oder wird sich das erstmal noch hinziehen? Ja, wahrscheinlich haben die sich halt zu Vertragsgesprächen getroffen und die Bild denkt sich dann, ja, beide haben gesagt, sie wollen verlängern, also veröffentlichen wir schon mal, dass die verlängert haben, oder auf jeden Fall werden halt Gespräche geführt für die Vertragsverlängerung. Und wahrscheinlich ist es auch Formsache, weil wenn Fortuna verlängern will, dann wird Funkel wahrscheinlich auch verlängern. Und deswegen denke ich mal, es ist jetzt nur noch, ja, es geht nur noch um Kleinigkeiten im Vertrag und es geht nur noch daran, wann verlängert wird, aber wahrscheinlich wird Funkel dann den Vertrag verlängern um ein Jahr bis 2019. Findest du denn, dass eine Verlängerung mit Friedhelm Funkel sinnvoll wäre, wenn zum Beispiel Talente wie Jerome Kiesewetter und Carlo Magisch, okay, Kiesewetter ist jetzt nicht unbedingt mein Talent, weil er ist, glaube ich, auch 23, 25, so um den Dreh. Aber wenn so zwei Spieler, die eigentlich Potenzial haben, wie Jerome Kiesewetter, klar, der kam nur zu Kurzeinsätzen, aber war zumindest zu Beginn der Saison irgendwie etabliert. Und Carlo Magisch, dem man vor der Saison eigentlich eine gute Rolle zugesprochen hat, bevor diese Transfers kamen, jetzt nur noch bei der U23 mit trainieren. Wie schätzt du das ein? Ja, bei Kiesewetter war es halt so, der war halt, bevor Zimmer verpflichtet wurde oder Zimmer ausgeliehen wurde, da war er halt als zweiter Rechtsverteidiger gesetzt. Und dann kam halt Zimmer und dann war er halt nur noch Nummer 3. Und bei Magic war es so, man hat gesagt, okay, er kommt möglicherweise auf ein paar Kurzeinsätze und dann mal gucken, wie er sich entwickelt. Aber dann wurden halt die ganzen Verpflichtungen getätigt von Nielsen, Kujovic, Rahman, Usami, und jetzt auch noch Haraguchi, dann war halt kein Platz mehr für ihn. Und dann denke ich mal, weil Funkel gesagt hat, der Kader wurde halt zu groß, weil man im Winter nochmal zwei Spieler verpflichtet hat, beziehungsweise Haraguchi ausgeliehen hat. Achso, ja, und den Rechtsverteidiger, der zwar noch nicht da ist, aber wahrscheinlich die nächsten Wochen da sein wird oder ankommen wird. Und da der Kader mittlerweile zu groß wurde, hat er die halt jetzt in die zweite gepackt, weil die da halt auch, wenn überwiegend spielen. Ja, ich weiß nicht, ob man das dann kritisieren kann am Funkel oder halt einfach nur daran, dass man zu gute Spieler geholt hat und deswegen halt nicht mehr die Talente fördern konnte. Ich finde es irgendwie nicht so positiv, dass die jetzt runter sind, weil halt Spieler wie Zimmer, Usami, Haraguchi, glaube ich, weg sind. Usami könnte man halten, weil er sich jetzt nicht unbedingt so in Szene gesetzt hat, dass man sagen würde, so, bam, der muss auf jeden Fall nächste Saison Stamm in der Bundesliga spielen. Da sind Spieler wie Haraguchi und Zimmer, die zum größten Teil sehr positiv bis jetzt gespielt haben, schon eher Kandidaten für da in Lücken zu rutschen, die vielleicht bei ihren Stammteams sich auftun oder aufgetan haben. Ja, das sehe ich auch so. Aber ist ja klar, dass die Spieler, die sich gut machen bei Fortuna, dass Fortuna die wahrscheinlich nicht halten werden kann. Jetzt hat Ayhan eine automatische Verlängerung durch eine Vertragsoption. Jetzt erklär mal kurz, wann sie greift, ob sie gegriffen hat und wie das Ganze aussieht. Woran es jetzt genau gelegen hat, da wurde nichts drüber gesagt. Aber nach dem Spiel gegen Sandhausen hat dann Fortuna veröffentlicht, dass sich die dass durch eine Option der Vertrag verlängert wurde. Und das bezieht sich auf Einsatzzeiten. Ob das jetzt daran lag, dass er irgendwie 19 Spiele gemacht hat für die Fortuna und deswegen verlängert wurde, oder ob das an Einsatzminuten berechnet wurde, aber auf jeden Fall hat Ayhan so oft gespielt, dass der Vertrag sich automatisch verlängert hat. Was mich komplett überrascht hat, weil ich eigentlich gedacht habe, Ayhan ist zur nächsten Saison weg, weil er auf jeden Fall ein Angebot von irgendeinem Erstliga-Verein kriegt, ob das jetzt in der Bundesliga oder in der türkischen Liga oder woanders ist, wäre eigentlich auch egal gewesen, aber ich war mir ziemlich sicher, dass er eigentlich weg ist. Und jetzt kam dann raus, dass der eine Option hat oder dass Fortuna eine Option hatte und die jetzt gezogen wurde oder automatisch gezogen wurde. Und deswegen freue ich mich, dass Ayhan halt noch ein Jahr länger bleibt und dann hoffentlich danach noch länger, weil ich finde, das ist natürlich ein überragender Spieler, der gerne länger bei Fortuna bleiben sollte. Jetzt kommen wir zum Thema, was eigentlich den Fußballfans oder Ultras sehr im Herzen liegen sollte. Die ARD hat da eine Doku über Ultras gemacht, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung bzw. den Shownotes. Ja, ich habe die Doku gesehen und dachte mir immer, ich könnte die gut empfehlen im Podcast, weil ich die eigentlich
sehr gut fand und auch sehr objektiv. Da wurde halt, es wurde halt wirklich nicht gesagt, die Ultras sind das Beste auf der Welt, und es wurde auch nicht gesagt, die Ultras sind die Bösen. Ich fand es sehr neutral gehalten, ohne wirklich eine Meinung pro oder contra zu setzen. Seifert kam auch in der Doku vor, und er hat halt eine Aussage getroffen über die Aufsplittung der Anstoßzeit. Da wurde halt als Aussage getätigt, dass alles andere Ligen machen es ja auch so oder machen es noch schlimmer als die Bundesliga. Deswegen ist es okay, wenn die Bundesliga das so ein bisschen aufteilt. Und dann fand ich es halt doof, weil ich finde, es ist immer eine scheiß Aussage, wenn man sagt, ja, die anderen machen es auch oder die anderen machen es schlimmer, deswegen ist es okay, wenn man das selber macht. Es kommt aber so oft vor, dass Leute einfach in Diskussionen das Argument bringen, von wegen, es ist ja okay, weil die anderen machen es auch. Und darüber wollte ich jetzt einfach mal mich auslassen, weil mich das stört. Zum Beispiel, als Fortuna gegen Union Berlin gespielt hat, hat der Polter zum Beispiel im 16er eine Schwalbe gemacht. Und wenn ich jetzt im Fortuna-Podcast sag, ich fand scheiße, dass der Polter eine Schwalbe gemacht hat im 16er, dann kommt von allen anderen Fans, kommt dann, ja, aber Fortuna-Spieler XY hat im Spiel XY auch eine Schwalbe gemacht, und deswegen darf man sich ja nicht drüber aufregen. Es ist halt meiner Meinung nach allgemein eine schlechte Argumentation, wenn man halt sagt, die anderen machen es ja auch, so, ohne wirklich eine Meinung dahinter zu geben. Und das Gleiche war zum Beispiel jetzt auch, das ist halt oft in den sozialen Medien, ist es halt auch so, nach dem Spiel gegen Union Berlin gab es halt dann einen Artikel, dass sich Fortuna-Spieler über den Schiedsrichter aufgeregt haben. Und dann kommt dann natürlich direkt, ich zitiere aus einer Facebook-Fortuna-Gruppe, da hat halt, Zitat, kein Wunder, wenn man den Schiedsrichter schon nach wenigen Minuten gegen sich aufbringt. Botzek und Eihahn bedrängen permanent den Schiedsrichter, und dann noch die zwei Aktionen von Funkel. Zweimal aufs Tor geschossen und den Schiedsrichter kritisieren. Das ist genauso dieses, dass man sich, weil man mal was falsch gemacht hat, darf man sich keine Kritik mehr erlauben. Einerseits das, was mich halt nervt. Und aber worauf ich jetzt genau hinaus wollte, war halt eine Antwort auf diesen Kommentar. Und der war halt, das machen doch alle anderen Mannschaften genauso, sogar im Rudel. Wo ich mir denk, ja, das mag schon sein, aber man kann es ja trotzdem kritisieren, und halt genauso dieses, ja, die anderen machen es auch, und mich nervt sowas halt, weil das halt keine Argumentation ist, sondern einfach nur so ein, ich zeig mit dem Finger auf wen anders und der macht schlimmer, deswegen meckere ihn an und nicht mich, und mich nerven so Leute einfach. Fußball ist generell breit gefächert, und auch bei Fortuna-Fans gibt's halt oft verschiedene Meinungen, aber Meinung ist halt auch schon was sehr Wichtiges eigentlich, und ja, aber es ist keine Meinung, wenn man sagt, ja, die anderen machen es auch. Ja, da wollte ich gerade auch hinaus, dass das halt keine Meinung ist, sondern man muss halt auch mal gucken, was sind die Fakten und was ist halt realistisch. Ich mag es gerne, mit Leuten zu diskutieren, aber halt wirklich zu diskutieren und nicht dieses, ja, aber die anderen machen es auch. Und das ist so dieses, ich bin in der dritten Klasse und ich habe eine schlechte Note geschrieben, und dann sagt man, ja, aber mein Nachbar hat auch eine 5 geschrieben, deswegen ist meine 5 okay. Nein, du bist scheiße, weil du eine 5 hast, und nicht, weil alle anderen auch eine 5 haben, ist es okay. Das erinnert mich an meine Schulzeit tatsächlich. Was eure Meinung dazu ist, haut das gerne mal bei uns auf Facebook, Twitter, YouTube in die Kommentare. Denkt daran, überall einen Daumen hoch zu geben, Like zu geben, Follow zu geben. Bleibt bei uns immer auf dem Laufenden. Und dann würde ich sagen, Michael. Ich wollte dir noch ins Wort fallen, dass man auf unserem YouTube-Channel vorbeigucken kann, weil wir da jetzt auch ein Let's Play haben. Ein Pokémon Gold vs. Silber Let's Play. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Ja, wird uns freuen. Wollte ich dir nur ins Wort werfen. Ins Wort werfen ist gut. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin der Mo. Mein Partner ist der Micha. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.